Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie sehr herzlich und beschwingt zur schweizerischen Ausgabe am Dienstag, dem 2. November 2021. Wir sind ja regional, noch nicht kontinental, aber national ausdifferenziert. Ich habe mich auf vielfachen Wunsch unserer Zuschauer dafür entschieden, die deutschen Themen schwerpunktmäßig im deutschen Programm zu bringen, damit ich mich hier etwas eingehender mit den schweizerischen Formen der Aktualität und den Abstufungen des Wahnsinns auseinandersetzen kann, die uns da gelegentlich entgegenbranden. Und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, auf meinem Schreibtischpult hier, Harald Martenstein, der deutsche Star-Kolumnist und Weltwoche-Autor, hat ein neues Buch veröffentlicht. Seine Kolumnen, fantastisch, unglaublich gut geschrieben, klug, witzig, heiter. Im Grunde streben wir danach, eine Sendung zu machen wie eine Martenstein-Kolumne, nämlich so, dass man sich am Ende besser fühlt als vorher und erst noch etwas gelernt hat. Das Größte ist aber sein Titel hier, jeder lügt so gut er kann. Und das stimmt, meine Damen und Herren. Jeder lügt, so gut er kann. Der Begriff Lüge ist vielleicht etwas steil gewählt, denn die meisten Lügner merken gar nicht, wenn sie lügen. Der abgefeimte strategische Lügner nach dem Shakespeare'schen Iago-Modell ist sehr, sehr selten, weil sie dazu einen unglaublich hohen IQ benötigen. Denn wenn sie anfangen, bewusst zu lügen, dann müssen sie ja die Lüge dieses Lügengebäude wie ein Stararchitekt, wie der Architekt des Kölner Doms, derart ziseliert immer wieder weiterbauen. Und sie dürfen ja nicht vergessen, welche Lügen sie vorher schon eingebaut haben, weil sonst stürzt das Ganze ein. Also der strategische, literarische, archetypische Lügner, wie er uns in den Büchern begegnet, der ist eher selten. Die meisten Leute lügen bzw. sagen die Unwahrheit oder erzählen einen Unsinn im festen Glauben, die Wahrheit zu sagen. Und ich möchte hier gleich festhalten, ich schließe mich hier gar nicht aus. Selbstverständlich, kein Mensch ist jemals sicher, dass das, was er sagt, tatsächlich der Wahrheit oder wenigstens der Wirklichkeit entspricht. Es kommt einfach aufs Motiv drauf an. Und das ist sozusagen die Leitschnur für mich, immer wieder zu probieren, der Wirklichkeit auf die Schliche zu kommen. Und ein wesentliches Element in diesem Unterfangen, nicht gänzlich erfolglos zu bleiben, liegt natürlich darin, zu heiraten. Denn in der Ehe setzt sich der Mann der härtesten dialektischen Gegenthese aus, die er sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich seiner Frau. Das ist die wahre Bestimmung der Frauen, nach meiner bescheidenen Auffassung. Sie müssen die Männer hinterfragen, weil die Männer neigen dazu, das Wenige, was sie glauben zu beherrschen oder zu wissen, in einer kolossalen Aufblusterung immer wieder so darzustellen, dass sie selber, also die Männer, daran glauben, an diese Herrlichkeit, die sie da laufend aus sich heraus ableiten, und die Frauen haben die wunderbare Eigenschaft, die Luft da raufzulassen. Also wenn sie das Projekt Erkenne die Wirklichkeit ernsthaft verfolgen wollen, dann müssen sie zwingend heiraten, denn nur so haben sie die mitleidlose Hinterfragung, Infragestellung, ohne die sie der Wahrheit, um diesen viel missbrauchten Begriff jetzt doch noch zu verwenden, um der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Man muss heiraten. Die Ehe ist auch ein Verfahren zum besseren Verständnis der Gegenwart, der Wirklichkeit, auch ein Verfahren zum besseren Verständnis seiner selbst, und vor allem ist die Ehe auch ein Therapieprogramm, in der vor allem Männer von ihrer eigenen allzu hohen Meinung von sich selbst immer wieder geheilt werden, indem eben ihre Frauen die Männer brutal auf den Boden holen. Daraus folgt, die Frau ist das wirklichkeitsnähere Geschlecht. Der Mann
ist der Traumtänzer. Der Mann neigt zur Romantik. Jetzt will ich den Frauen nicht absprechen, dass auch sie nicht ein Gefühl für die Romantik haben. Aber ich glaube, wenn Frauen von Romantik sprechen, dann läuft da ein anderer Film ab, als wenn Männer das sagen. Aber ich rede mich hier jetzt um Kopf und Kragen, meine Damen und Herren. Darum fasse ich das Ganze zusammen und sage einfach, bleibt schön bescheiden, wenn ihr wieder mal glaubt, eine Wahrheit zu verkünden. Und das gilt auch für mich. Im jetzigen aktuellen Moment, dies nur eine bescheidene, theoretische Skizze von angewandter Genderwissenschaft bei Weltwoche Daily. Wenden wir uns nun also der ungeschminkten Wirklichkeit zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Corona-kritische Autoren erobern die Bestsellerlisten. Fürchterlich. Der Blick, diese frühere Zeitung, die jetzt zu einem Verlautbarungsorgan unserer Gesundheitsbehörden geworden ist, diese Zeitung Blick stellt sich jetzt heldenhaft an die Spitze jener, die aufräumen wollen in den Buchauslagen. Hört endlich auf mit Corona-kritischen Büchern. Schlimm, dieser Gift, dieses Gift fürs Denken. Viel besser, wenn wir nur noch alle das Gleiche denken, das Gleiche lesen und das Gleiche sagen. Also wir erleben hier den Angriff auf die freien Buchauslagen in den Bücherzentren, in den Buchgeschäften. Orell Füssli und Co. fordern Prüfstelle für Bücher, berichtet da der Blick. Corona-skeptische Bücher sollten da zurückgebunden werden und offensichtlich, und das ist eigentlich noch viel schlimmer als das, was die Zeitung da berichtet, gibt es jetzt schon Bestrebungen aus dem schweizerischen Buchhandel heraus, dass man eine Art Ombudsstelle in der Schweiz einrichten möchte, eine Art Wahrheitsministerium, das dann vorkaut, welche Bücher überhaupt noch den Lesern und Käufern zugemutet werden dürfen. Und da sind sie also ziemlich schnell auf dieser Abschussliste des Unzumutbaren, meine Damen und Herren. Zum Beispiel wird hier ein Buch zitiert. Corona dient nur als Vorwand, das staatliche Gewaltmonopol gegen Menschen und Menschenrechte in Stellung zu bringen und alles niederzuwalzen und zu unterdrücken, was sich totaler Kontrolle nicht freiwillig unterwirft. So heißt es auf dem Cover des Buches, das Corona-Dossier. Und das findet der Blick ganz schlimm, dass solche Bücher überhaupt gekauft werden können. Und da braucht es jetzt eine Ombudsstelle. Nehmen Sie es mir nicht übel, meine Damen und Herren. Ich kann mich diesem Thema nur satirisch annähern. Denn hier bewegen wir uns nun wirklich auf einer ganz abschüssigen Bahn. Also wo sind wir in der Schweiz angekommen, wenn die Buchverlage, die Buchhändler selber, nach einem Ombudsmann rufen des Staates, der hier ihre Auslagen säubert. Und die Medien, die da auch noch mitmachen und das Ganze anfeuern. Fürchterlich. Übrigens, die Inhalte, die da ausgemerzt werden sollen, werden als rassistisch sowie faschistisch bezeichnet. Rassistisch und faschistisch, ja klar, wir sind alle gegen Rassismus und Faschismus. Aber wie ist es eigentlich hier mit dem Linksfaschismus? Der Linksfaschismus, wird der denn nicht wegzensuriert? Aha, das ist eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Die Säuberung des Denkens soll hier vor allem das rechte Spektrum, darf man dieses Wort überhaupt noch sagen, das rechte Spektrum des Denkens betrifft. Auf dem linken Spektrum, da gibt es selbstverständlich keinen Faschismus. Nein, nein. Das ist eben diese Hetze der Rechten, die da den linken Faschismus vorwerfen. Gibt es ja gar nicht. Nein, nein. Und deshalb müssen wir, das ist auch wieder ein Argument, dass wir diese Bücher da am besten heute noch verbannen. Warum nicht gleich? Oh nein, jetzt hätte ich fast das falsche Wort gesagt. Ich schließe hier ab. Ich möchte mich da nicht ins Abseits manövrieren, meine Damen und Herren. Covid-19-Gesetz, die NZZ mit einem Debattenbeitrag und ich stelle mit Befriedigung fest, dass meine frühere Kollegin Katharina Fontana Weltwoche ihre Linie durchzieht bei der NZZ. Sie schreibt, der zertifizierte Bürger, wie man ein Land spaltet, der zertifizierte Bürger, den treuen Zuschauern dieser Sendung kommt dieser Begriff nicht neu vor. Er ist es auch nicht. Wir haben ihn hier immer wieder verwendet. Und die zertifizierte Bürgerschaft, der zertifizierte Bürger, das weiß Frau Fontana, eine sehr kluge Juristin. Sie selber ist auch eine
legt hier glasklar dar, warum diese Zertifizierung ein Unding ist und auch unserer verfassungsmäßigen Ordnung widersprechen könnte. Diskriminierung und dieses Gesetz da, Covid-19-Gesetz, stelle der Regierung einen Blankoscheck aus für alle möglichen Freiheitsberaubungen. Dieses Argument, diesen Kommentar mochte die NZZ allerdings nicht alleine auf einer Seite stehen lassen und so wurde ihr paritätisch genau bis aufs letzte Komma ein gleich langer Text mit einer anderen Meinung gegenübergestellt. Denn so ganz lösen kann sich natürlich die NZZ nicht von ihrem letztlich staatstragenden, von ihrer staatstragenden DNA-Prägung. Ich habe doch vorhin erwähnt, dieses Zitat da aus dem Buch, das der Blick ganz schlimm fand. Corona dient nur als Vorwand, das staatliche Gewaltmonopol gegen Menschen und Menschenrechte in Stellung zu bringen und alles niederzuwalzen und zu unterdrücken. Das wurde als fürchterliche geistige Verirrung da, fast schon verbrecherischer Art, dargetan. Nun lesen wir ja in unseren Medien, allerdings nicht auf den ersten Seiten, sondern etwas versteckt da bei den verstreuten und vermischten Meldungen, lesen wir über diese brutale Räumung der Walliser Kanne im Ferienort Zermatt. Da gab es offensichtlich auch sehr harte Polizeimaßnahmen, das wird von der Polizei bestritten, Augenzeugen berichten, die seien da wirklich also rollkommandomäßig eingefahren. Und wissen Sie, irgendwie ist das doch eine Schande da, wenn ich mir diese Bilder anschaue. Da haben Sie diese Walliserkanne und davor Betonblöcke. Betonblöcke. Die Walliser Behörden haben hier mit Beton gegen eine Familie gearbeitet, die eigentlich eingemauert da in ihrem Restaurant, weil die sich nicht dem Corona-Regime der Regierung unterwerfen wollten. Beton. Und diese Betonmauer vor der Walliserkanne ist für mich ein Symbol der Unverhältnismäßigkeit. Ist ein fürchterliches Symbol. Es ist einfach, kommt nie gut, wenn sie irgendeine Mauer aufziehen müssen. Noch nie gut. Und Beton, meine Damen und Herren, ist ein schlechtes Argument. Beton ist ein schlechtes Argument. Und diese Bilder, Walliserkanne, Betonmauer, das ist das Gegenteil von dem, was ich mir unter der Schweiz vorstelle. Wunderbar. Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin, in einer glamourösen Fotografie auf der Titelseite der NZZ. Ich finde das noch interessant da. Die inszenierten Bundesräte, gleichzeitig auch Alain Berset im Tagesanzeiger, ebenfalls mit einem staatsmännischen, gemäldeartigen Bild. Ich finde das noch bemerkenswert, wie die Medien hier an dieser Inszenierung der Regierenden mitwirken. Also da steht man nur schon beim Zuschauen fast in der Achtungsstellung und ich versuche mir die Journalisten vorzustellen und auch die Fotografen, die da diese Gemäldelandschaften mit diesen Bundesräten da entwerfen zu Handen der Leserschaft. Sprechen wir zuerst über Karin Keller-Sutter. Das Zitat über dem Interview in der NZZ lautet: Sekundärmigration wird zur Belastung. Sekundärmigration, was ist eigentlich Sekundärmigration? Ist immer gefährlich, wenn die Politik Fremdwörter einsetzt. Das dient meistens der Vernebelung, die Vernebelungsstrategie. Sekundärmigration ist offensichtlich, wenn ein Migrant in der EU irgendwo angelandet ist, sich nicht hat registrieren lassen als Flüchtling, keinen Asylantrag gestellt hat im entsprechenden Ankunftsland, was er eigentlich hätte tun müssen, beziehungsweise das Ankunftsland müsste sicherstellen, dass die sich dort registrieren. Das machen sie aber nicht, weil es viel zu anstrengend ist und am Schluss der registriert, der dumme ist. Darum sagen die Italiener, wenn da auf Lampedusa ein Afrikaner kommt, anstatt ihn zu registrieren, geben sie ihm ein Zugbillett, dass er in die Schweiz fährt. Und wenn die Schweiz sagt, du, der kommt aber auch aus Italien, dann sagen die italienischen Behörden, nein, der kommt nicht aus Italien, wie wollt ihr das beweisen?
Asylantismus, tun als ob, das ist einfach ein riesiger Betrug, der da abgeht in diesem Asylwesen. Und diese Sekundärmigranten, das sind eben die, die auf diesem Weg in die Schweiz kommen, auf dem sie nie in die Schweiz kommen dürfen. Und ich finde das wieder eine ganz interessante Spitzfindigkeit der Bundesrätin, dass sie mit dem Begriff der Sekundärmigration da hinter dem Ofen hervorkommt, denn Sekundärmigration, das klingt so unglaublich differenziert, das klingt so unglaublich klug. Man könnte auch einfach sagen, die Migration, die unkontrollierte Migration ist das Problem. Sekundärmigration ist bereits der Versuch einer Intellektualisierung, einer schönfärberischen Intellektualisierung der Tatsache, dass die EU die Migrationspolitik nicht im Griff hat, dass Schengen und Dublin diese migrationslenkenden Institutionen, Einrichtungen, Verträge nicht funktionieren. Sie funktionieren nicht. Und viele europäische Länder halten sich auch nicht daran, wenn der Ernstfall eintritt. Das wird einfach beliebig außer Kraft gesetzt, wie alle anderen EU-Verträge, an die sich die Schweiz und vermutlich nur die Schweiz sklavisch hält. Stichwort Neuverschuldungsrichtlinie, No-Bailout-Klausel. Sekundärmigration ist ein schönfärberischer Intellektualistenbegriff, um die Tatsache zum Verschwinden zu bringen, dass Schengen und Dublin nicht funktionieren. Und Frau Bundesrätin Keller-Sutter beteiligt sich an dieser Vernebelung, an dieser Realitätsschönfärberei. Sie behauptet nämlich immer noch, dass Schengen und Dublin funktionierende Systeme seien, um die Migration zu steuern, obwohl wir in den letzten 6 Jahren erlebt haben, dass dies nicht der Fall ist. Und sie lässt nichts auf Schengen und Dublin kommen. Wissen Sie, warum nicht? Weil Frau Keller-Sutter natürlich damals, als das Ganze den Schweizer Stimmbürgern verklickert wurde, als Maßnahme zur drastischen Absenkung der Asylzahlen, so hat man nämlich Schengen-Dublin damals verkauft, man hat ihnen gesagt, wenn ihr die Grenzen öffnet mit Schengen und wenn ihr gleichzeitig dieses Dubliner Flüchtlingsabkommen unterzeichnet, dann werdet ihr weniger Asylbewerber in der Schweiz haben, weil man ja in der Schweiz gar keine Asylanträge mehr stellen kann, wenn man auf dem Landweg kommt, denn weil die Schweiz von allen sicheren Drittstaaten umgeben ist, kann faktisch gar niemand dieser Asylbewerber in der Schweiz noch einen Asylantrag stellen. So hat man das damals bei der Abstimmung den Leuten verkauft. Britische Beobachter haben mir schon 2005 gesagt, dass das an klinischen Wahnsinn grenze, zu glauben, wenn man die Grenzen öffne und sich da irgendwie an die EU-Bürokratie andocke, dann kriege man so etwas wie die Migration im Griff. Aber in der Schweiz hat man das erzählt und die Schweizer glauben halt das, was man ihnen von Seiten der Regierung erzählt, auch wenn sie es immer weniger glauben. Und Frau Keller-Sutter war damals eine Grosspropagandistin, ein Grossmegafon von Schengen und Dublin, das nicht funktioniert. Und ich finde es irgendwie bedauerlich, dass sie von diesem Propagandatrip einfach nicht herunterkommt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit das alte Märchen erzählt, dass das europäische Asylsystem, das klingt so großartig, das europäische Asylsystem funktioniert. Frau Keller-Sutter, das europäische Asylsystem, das gibt es gar nicht, weil etwas Unsystematischeres, etwas Chaotischeres als dieses europäische Asylsystem, das müssen Sie mir zuerst einmal zeigen. Bundesräte inszenieren sich wie Monarchen, eben auch Karin Keller-Sutter in der NZZ und hier im Tagesanzeiger Alain Berset. Auch wieder vor irgendeinem modernen Kunstwerk. Mein Gott, sind das imposante Kerle, die wir da in unserer Regierung haben. Und der Titel hier lautet «Anstand ging teilweise vergessen». Alain Berset spricht über Anstand gegenüber dem Tagesanzeiger und er meint natürlich die Leute, die ihn kritisieren, die seine Amtsführung kritisieren, Leute, die sich auch nicht sehr gewählt ausdrücken. Und hier also Alain Berset, unser Gesundheitsminister, als oberste Anstandsdame der Schweiz. Ich bin auch für Anstand. Und es gibt Leute, es soll Leute geben, die es nicht so wahnsinnig anständig finden, wie sich Herr Bundesrat Berset gegenüber seiner ehemaligen Geliebten da verhalten hat. Zum Beispiel meine Mutter hätte das vermutlich nicht so anständig gefunden, meine Großmutter sowieso nicht. Aber das sind ja vergangene Generationen, die haben rückständige Anstandsbegriffe. Heute ist das vermutlich in den Augen dieses Bundesrats hochanständig.
Aber wenn Sie einen Bundesrat kritisieren, dann ist das das Unanständigste auf der Welt. Da müssen Sie sich schämen gehen. Und ich kritisiere hier im Grundsätzlichen diese Pose von Bundesräten als Anstandsgouvernanten. So sehr ich für Anstand bin, so sehr ich für Moral bin und nicht als Moralismus der Selbstüberhöhung und Selbstaufblähung, sondern Anstand als etwas, was jeder Mensch hoffentlich irgendwo, entweder bei sich zu Hause oder im Umgang mit anderen Menschen gelernt hat. Und Anstand heißt auch, dass man keinen Bullshit erzählt als Politiker. Verzeihen Sie diesen unanständigen Ausdruck. Zum Anstand eines Bundesrates gehört zum Beispiel für mich auch, dass er es aushält, wenn seine extremen, unverhältnismäßigen Maßnahmen, zum Beispiel, dass man eine Walliserkanne im Zermatt mit einer Betonmauer versiegelt. Und so etwas kommt nur zustande, weil natürlich der Bundesrat hier eine Kultur dieser überbordenden Freiheitsberaubung, dieser Zumauerung da verbreitet hat, zugelassen hat. Und da wäre es für mich auch Teil des Anstandes, anzuerkennen, dass es eben in einer Demokratie andere Meinungen gibt und dass die Kritik an den Mächtigen, zum Teil auch die maßlose Kritik an den Mächtigen und an den Bundesräten, immer noch nichts im Vergleich zu dem ist, was diese Mächtigen im Leben jener, die sie kritisieren, der Ohnmächtigen, anrichten können. Das ist doch hier der ganz entscheidende Punkt. Und wenn wir grundsätzlich zum Anstand in der Demokratie gehört das Zulassen, das Anhören der anderen Meinung. Einem Bundesrat steht es gar nicht zu, hier irgendwo als Zensor und als Anstandsschiedsrichter aufzutreten. Aber eben noch viel fundamentaler, der schweizerische Staat ist keine moralische Anstalt. Das ist er einfach nicht. Und es ist auch peinlich, wenn ein Bundesrat hinsteht und sagt, ja, der Anstand, ich verkörpere den Anstand. Ich empfinde das als einen fürchterlichen Affront gegenüber all den hier gemeinten Kritikern der bundesrätlichen Politik. Ich misstraue jedem Politiker, der diese Anstandsschallplatte auflegt. Wer Anstand sagt, will andere anschwärzen. Das ist hier der Film, der abläuft, das ist die Story. Kein kritisches Wort, kein kritisches Wort der Journalisten. Im Gegenteil, am Schluss noch Berse, der Schmerzensmann, leiden sie. Im Abstimmungskampf wurden sie als Lügenbaron bezeichnet und der Verarscherei bezichtigt. Leiden sie unter solchen Angriffen? Alain Berset überlegt. Überlegt lange. Ich und alle, die sich in der Krisenbewältigung engagieren, wollen das Beste für unser Land. Wir strengen uns an, wollen unsere Sache gut machen. Muss ich dann bald das Taschentuch hochziehen. Es ist schlecht, wenn man Drohungen und Hass ausgesetzt ist. Wenn der Anstand teilweise vergessen ging. Wir müssen zu einer normalen Debattenkultur zurückgehen, der gleiche Herr Berse, der kein Sterbenswörtchen darüber sagen wollte, dass er sich durch sein frivoles Verhalten in seinem Privatleben, weil er eine nebengleisige Liebesbeziehung gefahren ist, sich dadurch erpressbar gemacht hat, staatliche Institutionen zweckentfremdet hat, um dieses private Problem zu bereinigen. Da wollte er einfach nichts sagen. Da wurde auch gemauert mit einer Betonmauer wie in Zermatt. Und das sind also die Leute, die uns jetzt da den Anstand predigen. Meine Damen und Herren, in der Schweiz sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, dafür zuständig, dass wir ein anständiges Land haben. Und wir wollen auch anständige Bundesräte, und anständige Bundesräte hören auf, über Anstand zu predigen, sie leben ihn. Der Hochgelobte muss liefern, neuer Finma-Chef. Kaum ein Manager übernimmt ein Amt mit mehr Vorschusslorbeeren als Urban Angern. Wer ist der Ostschweizer, der auf einem Bauernhof aufwuchs, kann er sich gegen die Banken behaupten? Urban Angern, der neue Chef der Finanzmarktaufsicht Finma, kommt aus der Versicherungsbranche, das heißt also, dass er ein Mann sein wird, der diese Bankbranche in der Schweiz sehr enge Fesseln, sehr enge Unterhosen anlegen wird, denn die Versicherungsbranche
ist von ihrer ganzen Wertehaltung eben nicht die Bankbranche, die etwas riskanter unterwegs ist. Die Versicherungsbranche ist eben die Versicherungsbranche, aber Banken sind keine Versicherungen. Und wir wollen jetzt sehen, wie er hier vorgeht. Für mich das große Problem bei der Finanzmarktaufsicht, dass diese Aufsichtsbehörden mittlerweile angefangen haben, den Banken Vorschriften zu machen, die jedes vernünftige Maß überschreiten. Ich habe kürzlich mit einem Bankrat der Schweiz, der Zürcherischen Kantonalbank, gesprochen, und wenn ich da sehe, wie die FINMA, die Aufsichtsbehörde, dieser Bank vorschreibt, in welche Industrien sie noch investieren dürfen und in welche nicht, mit diesen ganzen Klimarisiken und Klimaanfälligkeit und diesen ebenfalls parfümierten Begriffen, die so harmlos klingen sollen, wer ist schon für Klimarisiken? Das klingt nach Stabilität. Aber hier haben wir den Staat, haben wir Aufsichtsbehörden, die den Unternehmen sagen, was sie noch investieren dürfen und was nicht. Sie dürfen zum Beispiel nicht mehr in Ölindustrien investieren, sie dürfen nicht mehr in Gasindustrien investieren. Stellen Sie sich das einmal vor. In Deutschland reden die Politiker bereits wieder von neuen Gaskraftwerken, weil sie realisiert haben, was wir schon lange hier realisiert haben, nämlich dass die ganzen sogenannte erneuerbaren Energien in ein schwarzes Loch führen, das dürfen sie nicht. Und auch die Kernenergie ist verboten. Das ist die Gefahr. Noch ein paar Seitenblicke auf Deutschland, das vertiefe ich aber in meiner Deutschland-Sendung. Ein 25-jähriger Afghane, vor fünf, sechs Jahren als Willkommener nach Deutschland gekommen, räumt eine Kirche aus und sagt, das ist einfach eine Lüge da mit Jesus, das Christentum ist eine falsche Religion, hat auch uralte, jahrhundertealte Kruzifixe zertrümmert. Das ist die Realität dieser Multikulti-Gesellschaft, die uns da von der politischen Elite, die nichts davon merkt, in ihren abgeschirmten, geschlossenen Abteilungen, die sie den Leuten da zumuten, die gleichen Politiker, die aber im Bundestag in Deutschland es nicht einmal übers Herz bringen, neben der Oppositionspartei AfD zu sitzen. Dann, wir haben ja noch diesen G20-Gipfel, eine hohle Veranstaltung. Ich halte wirklich nichts von solchen ritualisierten Inszenierungen der Macht. Hier aber ein ganz interessantes symbolisches Schlussbild. Die Politiker haben eigentlich nichts gemacht, was die beste Nachricht ist. Wer nichts macht, nichts falsch. Und am Schluss haben sie am Trevi-Brunnen in Rom, das ist dieser Fellini-Brunnen, wunderbar, Anita Ekberg, haben sie mit dem Rücken zum Brunnen eine Münze in den Brunnen geworfen, in der Hoffnung, dadurch die Götter gnädig stimmen zu können, dass das, was sie sich wünschen, in Erfüllung geht. Die Glücksspieler der Politik, was für ein wunderbares Sinnbild. Derweil werden jetzt die Staaten am Klimagipfel in Glasgow auf die Klimarevolution eingestimmt. Das teuerste Umverteilungs- und Bevormundungsprogramm in der Geschichte der Menschheit. Ich habe auf dem Deutschen, in der deutschen Ausgabe gesagt, die sowjetische Planwirtschaft mutet wie ein bescheidenes Unterfangen an im Vergleich mit dem, was da jetzt aufgetürmt wird. Eine britische Professorin tritt nach Kritik von Transgender-Aktivisten zurück. Wo liegt hier das Verbrechen? Geschlecht sei eine biologische Konstante, sie lasse sich nicht ändern. Diese These kostete Professorin Kathleen Stock ihren Job. Also wenn Sie irgendwo in einem Lehrberuf tätig sind und Ihren Schülern das sagen, was ich noch gelernt habe, dass das Geschlecht etwas mit biologischen Tatsachen zu tun haben könnte, dann laufen Sie heute Gefahr, Ihren Job zu verlieren. Deshalb empfehle ich Ihnen, wenn Ihnen Ihr Job am Herzen liegt, erzählen Sie einfach die Unwahrheit, lügen Sie so gut Sie können und sagen Sie, hier der Buchtitel noch einmal, lügen Sie so gut Sie können und sagen Sie den Schülern, nein, eure Geschlechtsorgane, das spielt überhaupt keine Rolle. Vergesst den Bio-Unterricht, das ist alles Humbug, das ist alles Aberglauben. Ihr könnt einfach Kraft eures Geistes eine Geschlechtsumwandlung machen. Ihr müsst nur 75 Franken zahlen bei der Einwohnerkontrolle und dort in eurem Pass schreiben, ich bin nicht mehr ein Mann, ich bin jetzt eine Frau, ich bin jetzt nicht mehr eine Frau, ich bin ein Mann. Und mit der Kraft eures allmächtigen Geistes, telepathisch, unabhängig von diesen Geschlechtsorganen da unten, könnt ihr euch neu erschaffen als Lebewesen, was ihr vorher nie wart. Meine Damen und Herren, das ist ein hochinteressanter Vorgang, der sich hier abspielt.
den man früher als Wahnsinn bezeichnet hätte. Als Wahnsinn. Krieg gegen die Wirklichkeit, das ist hier das Stichwort. Krieg gegen die Wirklichkeit. Klar, wir können uns ab morgen mit Sonnenrädchen, mit Windrädchen, Sonnenkollektoren energiemäßig versorgen. Klar, wir können alle Kernkraftwerke abstellen und werden trotzdem noch genügend Strom haben, wenn alle ein Elektroauto fahren. Selbstverständlich können wir einfach mit der Kraft unserer Einbildung eine Geschlechtsumwandlung bei uns selber vornehmen. Das geht, selbstverständlich. Wir können immer mehr Schulden machen und das Ganze hat keine Auswirkung. Krieg gegen die Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und ebenfalls zu reden gibt diese neue Vision von Mark Zuckerberg, dem Chef von Facebook. Er möchte die Mutterfirma umbenennen von Facebook in Meta, weil ihm vorschwebt eine neue perfekte Virtual Reality, eine virtuelle Wirklichkeit, ein Metaversum. Die Medien von rechts bis links schäumen, sie kritisieren diesen Mark Zuckerberg und wir sind wieder einmal hier bei Weltwoche Daily die Einzigen, die es einsam etwas anders sehen. Ich kann den Wunsch verstehen, wenn ich die Zeitungen lese, wenn ich diesen münzenwerfenden Glücksspielern am Trevi-Brunnen zuschaue, dann kann ich das wachsende Bedürfnis nach einer virtuellen Wirklichkeit wirklich nachempfinden. Und dass sich die Leute, weil sie einfach die Nase voll haben von diesem ganzen Unsinn, den ihnen da täglich entgegenschlägt, aus der wirklichen Wirklichkeit, dass sie sich da eine zuckerbergsche Zuckerwirklichkeit herbeisehnen. Aber selbstverständlich kann man sich auch der richtigen Wirklichkeit zuwenden, ohne daran zu verzweifeln, nämlich indem man Weltwoche Daily schaut. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, haben es gar nicht gemerkt. Die 30 Minuten sind vorbei. Mittlerweile habe ich sogar fast die Zeit im Griff. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Erzählen Sie es auf jeden Fall weiter, was für eine großartige Sendung Sie soeben erlebt haben. Auch wenn Sie sie nicht großartig fanden, erzählen Sie es trotzdem genau in diesem Stil weiter. Denn wir möchten einfach möglichst viele Menschen ansprechen, um sie auch davon abzuhalten, völlig ernüchtert, frustriert von dieser wirklichen Wirklichkeit ins Metaversum von Herrn Zuckerberg abzutauchen. Es gibt hier einen dritten Weg, Weltwoche Daily. Das ist die Wirklichkeit, die so interpretiert wird, so wahrheitsgemäß, dass sie uns am Schluss eben als heitere Menschen wieder zurücklässt. Wir sind also auch eine Art Therapiezentrum in der heutigen Welt geworden. So, jetzt aber habe ich geschlossen, bevor es peinlich wird oder noch peinlicher wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wir sehen uns morgen wieder.